Herr Römer, der Kreis nimmt dieses Jahr erstmals am Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie teil. Welche Aktionen sind alle geplant? Die Kreisverwaltung Mettmann wird ein nach außen sichtbares Zeichen setzen und am Kreishaus und zum Beispiel den Berufskollegs die Regenbogenfahne flaggen. Und der Landrat hat dann die Bürgermeisterin und die Kreispolizeibehörde eingeladen, diesem Beispiel zu folgen. Dabei bleibt es natürlich nicht. Wir haben unseren Netzwerkpartnerinnen ein Mailbanner zur Verfügung gestellt, was dann heute in den E-Mail-Signaturen genutzt werden kann. Und wir werden einen Online-Kreativwettbewerb zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt für junge Menschen durchführen. Dazu werden wir aber später dann noch einmal gesondert informieren. Außerdem möchte ich Sie gerne auf unser Online-Angebot Digitale Ringvorlesung hinweisen, wo wir zu diesen, aber auch anderen Themen, die verwandt sind, interessante Online-Medien bereithalten. Wie Sie da hinkommen und wie Sie das Angebot nutzen können, erfahren Sie in der Beschreibung zu diesem Video. Welche Möglichkeiten bietet mir der Kreis, wenn ich mich persönlich für das Thema engagieren möchte? Falls Sie sich als Privatperson, Verein oder Initiative in diesem oder in einem anderen Thema für mehr Demokratie oder gesellschaftliche Vielfalt einsetzen möchten, sprechen Sie uns gerne an. Als Partnerschaftskommune im Bundesprogramm Demokratie leben können wir Sie und unsere Netzwerkpartnerinnen da sehr gerne beraten und wir unterstützen einzelne Maßnahmen mit einem Betrag von bis zu 5.000 Euro.